Hallo, nachdem du den Stechheberversuch schon gesehen und begriffen hast, geht es in diesem Video darum, den Versuch quantitativ auszuwerten. Schritt für Schritt entsteht aus Messwerten vor deinen Augen ein Diagramm. Während die Graphen einen guten Eindruck vermitteln, was gerade passiert, kannst du in der Wertetabelle unter dem Diagramm exakte Daten nachlesen. This is not what we call equilibrium. Endlich. That's it.